Ich habe letztes Mal über Router gesprochen und da habe ich mich relativ lang mit diesem Stolen Forward aufgehalten. In diesem wunderschönen Bild von mir gezeichnet, in dem man die Warteschlange sehen kann. Denn das ist das Wichtige, das ist das, die Essenz des Routers ist, Warteschlangen und von einer Warteschlange in die anderen Warteschlangen sortieren. Und wenn wir über Router sprechen, die Dienstegüte behandeln können, dann, wenn wir sehen, dass man von mehreren Warteschlangen in mehrere Warteschlangen sortiert. Ein Router ist also eigentlich ein Computer, der Pakete im Speicher ablegen kann und wieder abschicken kann. Und dann das ginge, wenn Sie so wollen, auch mit RAM alleine. DMA-Prozessoren, naja, das sind natürlich auch kleine Computer. Und dann brauchen wir noch, um uns den richtigen Ausgangsport auszusuchen, noch ein bisschen mehr Computer, der sich die Paketköpfe ansieht und dann, ja, ich bin. Versucht zu sagen, nicht den richtigen Ausgang errechnet, sondern den richtigen Ausgang raten ist auch der falsche Ausdruck, aber einen vernünftigen Ausgang zu finden, nicht den richtigen Ausgang zu finden, sondern einen vernünftigen Ausgang zu finden. Und Sie haben ja auch an dem Aufbau von der Tabelle mit diesem Distance-Vector-Algorithmus gesehen, dass das vielleicht, ja, nicht mal der beste Weg durchs Netzwerk sein muss, sondern es ist einer, der funktioniert und wahrscheinlich ganz gut ist. Es hängt ja auch von der verwendeten Metrik ab. Diese Hop-Count-Metrik, die wir hatten, die ist ganz okay, aber vielleicht auch nicht die optimale Metrik. Und wenn man andere Metriken nimmt, die man einfach ermitteln kann, dann lassen wir vielleicht andere Dinge außer Acht. Denn eigentlich steht dahinter natürlich ein Optimierungsproblem. Und optimiert hat der Distance-Vector-Algorithmus natürlich nicht. Also, wir finden einen vernünftigen, hoffentlich, naja, wir sind auch ganz zuversichtlich, dass wir einen guten Weg finden. Viel RAM, Pakete rein, jemand, der diese Warteschlangen abarbeitet, in der Tabelle nachschaut, an welchem Ausgang die Pakete wieder rausgeschickt werden müssen. Über Algorithmen, wie man den besten Ausgang findet, da müssen wir dann auch noch ein bisschen sprechen. Oder einen guten Ausgang findet, da müssen wir dann gleich ein bisschen sprechen und auch die Protokolle dazu. Als erstes möchte ich aber noch eine Modifikation von diesen Routern besprechen für Multicast. Und das erzähle ich, ja, am Beispiel M-Bone. Das M-Bone, das ist ein Multicast-Backbone. Ja, M und Bone hier hinten. Der Multicast-Backbone, den man im Internet in so einer Art Overlay-Netzwerk bzw. Backbone-Netzwerk betreiben kann. Wie der funktioniert, das wollen wir uns kurz anschauen. Als erstes zur Historie, zur Geschichte. Diesen IP-Multicast, den hat sich jemand beim Xerox PARC überlegt, der Steve Deering. Natürlich haben da andere auch noch geholfen und mit ihm diskutiert, aber von dem ist dieser RFC. Und der Ansatz ist, wir nehmen uns einen speziellen Bereich von IP-Nummern, diese Klasse D-Adressen. Und der Steve Deering war da früh genug dran mit seiner Spezifikation, dass er diese ganze Klasse D bekommen hat. Also alle IP-Adressen von 224.0.0.0 bis 239.255. Jetzt ist der IP-Stack etwas verändert. Also das IP-Protokoll selber und unten drunter auch das Ethernet, das man dafür braucht, um die Pakete
im lokalen Netzwerk, um die IP-Pakete im lokalen Netzwerk abzuschicken. Über den Ethernet Multicast müssen wir gleich reden, über diesen speziellen Bereich von IP-Nummern, da reden wir jetzt. Also, diese Adressen, wenn die vorne in der Destination-Adresse von einem Paket drinstehen, in dieser Klasse D, und sagen wir mal hier schicken wir von diesem Gerät aus an diese Adresse, die wir uns irgendwie ausgedacht haben, die wir irgendwie erhalten haben. Über das irgendwie können wir dann nochmal sprechen. 224.60.13.54, da schickt er jetzt ein Paket. Und das Paket muss mit dem Ethernet Multicast, über den wir gleich sprechen, so hier rausgeschickt werden, dass der und der und der hier, die anderen drei, das Paket in Empfang nehmen können. Na, weil wir hier ein Ethernet haben, kommt das Paket natürlich an allen dran vorbei. Aber jeder von diesen Ethernet-Chips hier, zumindest die beiden hier und der hier, die da beteiligt sind an dieser Multicast-Gruppe, diese Ethernet-Chips müssen schon so konfiguriert sein, dass sie die Pakete auch in Empfang nehmen. Ja, dann kommen diese Pakete also hier im Ethernet an, werden vom Ethernet-Chip in Empfang genommen und dem IP in die Hand gedrückt. Dem IP, der da oben drüber sitzt. Und der IP, der sieht sich dann an, bin ich Teil von dieser Gruppe 601354, der hier auch. Der, wenn an den geschickt wird, natürlich auch. Also wenn der nicht gerade schickt, natürlich auch. Und dann müssen sie es weiter verarbeiten. Das ist also eins für sie. Wenn jetzt dann hier irgendjemand anders noch was schickt an die Adresse 601322 oder an die Adresse 65.12.12, sind ja alles Multicasts, dann werden die hier mit den Köpfen schütteln und sagen, na, das ist nicht für mich. Wir werden gleich sehen, wie man das auf Ethernet-Ebene schon hinkriegt. Um so ein Paket abzuschicken, da verschicken wir das mit der richtigen IP-Adresse drin, ganz normal. Also der IP, der kriegt das Paket, da steht eine Destination Address drin und das ist eben eine in diesem Bereich. Ganz normal. Beim Abschicken von einem Multicast-Paket müssen wir gar nichts machen. Wir schicken ja auch nur eins. Um so eins auch zu kriegen, also ein Paket zu kriegen, das nicht jetzt an meine eigene IP-Adresse, an diese 139.20.16.17 geschickt wird, sondern an diese hier, muss der Verwender, also das Programm, die Applikation, die muss Join Host Group sagen. Da stellt sie vorne die Group Address hinein und hier noch, auf welchem Interface sie das haben möchte. Oder naja, auf welchem Interface die da ankommen können. Mit diesem Join Host Group, und das ist die Veränderung am Programmierinterface, treten wir so einem Multicast bei und das entsprechende mit Leave Host Group, um sie wieder zu verlassen. Und dieses Beitreten, das hat natürlich einerseits den Effekt, dass diese Adresse hier, ne, vorne dran ein E, das sind ja diese Klasse D-Adressen, die hinten dran 28-Bit, das hier ist so eine Adresse. Die hat also jetzt hier hinten 7 solche Nibbles, Halbbytes, ne? 7 mal 4 Bit. Und jetzt müssen wir es irgendwie hinkriegen, dass wir relativ viel Hardware-Unterstützung bekommen von der Ethernet-Hardware, dass wir nicht alle Pakete, die da am Ethernet ankommen, anschauen muss und auf die richtige Destination-Adresse prüfen muss, sondern nur die einen wirklich interessieren. Und das macht man so, dass man den Ethernet Multicast benutzt, den ich auch schon erwähnt habe. Im Ethernet gibt es ein paar Multicast-Adressen, Adressgruppen, die fangen hier vorne an mit 0, zum Beispiel mit 01005E, es gibt noch weitere, glaube ich, aber die wird hier verwendet. Also 01005E, das ist der Ethernet Multicast. Und diese letzten drei Bytes, 6 Nibbles, die werden hier in diese 3 Byte von der Ethernet-Adresse hineingesteckt.
Wenn Sie also hier SendIP machen, auf zum Beispiel diese Adresse, wird die 60 hier reingesteckt und die 13 hier und die 54 da hinten. Durch das Join Host Group hat der hier seinem Ethernet-Treiber und dem Ethernet-Chip dadurch gesagt, ich möchte alle Pakete, die an 01 Rahmen 01005E, man hat dann hier 1410, Entschuldigung, hier, was ist denn das, 3A, 0D und das hier ist 36, ne, hier hinten drin. All die, die dahin gehen, die dahin geschickt werden, die hier mit dieser Adresse, Destination-Adresse auftauchen, die möchten wir jetzt haben. Vielleicht sollte ich hier noch hier in diese Zeichnung das da eintragen, hier auch. Jetzt haben wir ein kleines Problem, ne? Diese vier Bits, die haben wir nicht hier auf diese Ethernet-Multicast-Adresse abbilden können. Das heißt, es kann also passieren, dass wir zu viele Pakete kriegen im IP und dann muss der das noch mit dieser Gruppenadresse jedes Paket nochmal vergleichen. Er kann sich nicht sicher sein, hier gibt es ja 16 Möglichkeiten, er kann sich nicht sicher sein, dass er von dem Ethernet-Chip schon alle gefiltert kriegt, aber natürlich sind es viel, viel weniger. Wenn er alle kriegen würde, wäre es ein bisschen zu viel Arbeit. Es gibt noch ein paar spezielle Adressen, die hier reserviert sind, IP-Adressen, die man zum Management benutzen kann, also zum Beispiel um solche Multicast-IP-Adressen zu diskutieren im Netzwerk, auszuhandeln und so weiter. Aber der entscheidende Teil, wie der Ethernet Multicast, wie das M-Bone lokal funktioniert, der IP Multicast lokal funktioniert, der entscheidende Punkt ist, dass man es auf dem Ethernet macht und die Ethernet Multicast-Adressen benutzt und die letzten 24 Bits von dieser IP-Multicast-Adresse hierhin abbildet. Was wir jetzt noch nicht gelöst haben, ist das Routing-Problem. Wir haben bisher nur die Verteilung im lokalen Netzwerk gelöst. Ich habe schon über diese Bilder hier, die kennen Sie schon, über Arten des Multicast-Routing gesprochen. Wir müssen irgendwo replizieren. Und natürlich im lokalen Netzwerk haben wir sowas da, das hier so implizite Replikation an einer zentralen Stelle. Fürs gesamte Internet, wenn wir IP Multicast benutzen wollen, werden wir wohl dieses Modell brauchen und konkret sieht es dann so aus. Wir brauchen also hier ein paar Router, die replizieren. Am besten wäre es natürlich, wenn das ganze Netzwerk das könnte. Wenn also jeder hier diese Adressen verstehen würde, diese Gruppe hier, beziehungsweise solche Adressen verstehen würde und dann entsprechend repliziert die Nachrichten oder nicht, so wie das der hier macht und der und der und der. Die hier leiten es ja nur durch. Aber sinnvollerweise würden die natürlich alle replizieren können. Leider ist es nicht so. Und leider ist es so, dass der generische Router, der da oben im Internet steht, dass den IP-Multicast sogar abgeschaltet hat. Weil viele Provider Angst haben, dass dann ihr Netzwerk, ihr schönes Netzwerk leiden könnte. Und deshalb gibt es dieses Overlay-Netzwerk, das M-Bone. Und das M-Bone, das ist ein Netzwerk, was für das normale IP-Netzwerk unsichtbar in Anführungszeichen oder sagen wir lieber nicht beachtet existiert. Indem wir auf der Welt natürlich ans normale IP-Netzwerk angeschlossen, ans normale Internet angeschlossen, einen Haufen zusätzliche Router hinstellen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man sich, ja, hier, ich nenne diese hier M-Router.
der M-Routed Daemon, den kann man in der Workstation laufen lassen, man kann sich aber auch einen passenden Switch besorgen, einen passenden Router natürlich besorgen, beziehungsweise einen Router nehmen von den üblichen bekannten Firmen und den IP Multicast enablen. Also das M-Bone eigentlich enablen. Und die Idee am M-Bone ist jetzt, wenn wir so ein paar M-Routes hier haben und hier ein ganz normales Internet so zwischendrin haben, dann müssen wir zwischen den M-Routes, zwischen denen hier, unseren Arbeitsplatz rechnen, auf denen, da ist natürlich auch ein LAN dran, hier, zwischen denen müssen wir Tunnel aufbauen. Wenn also jemand hier ein IP-Multicast-Paket schickt, an diese IP-Multicast-Adressen schickt, dann muss dieser Router hier das in Empfang nehmen, dieses Paket, und durch einen Tunnel, das ist das, was ich hier rot gezeichnet habe, zum Beispiel an den da schicken. Und vielleicht noch an 3, 4, 5 andere, die er auch kennt, zu denen er Tunnel hat. Und der hier in diesem Beispiel, der würde also das Paket sehen, hier lokal abschicken und außerdem noch durch einen weiteren Tunnel an einen mit ihm Bekannten schicken. Wenn hier ein IP-Multicast-Paket kommt, dann würde der hier das an seine beiden guten Freunde weiterschicken durch die Tunnel durch. Das M-Bone ist also so ein Netzwerk, das kooperativ entstanden ist. Ein Haufen Leute haben sich eine Workstation irgendwie besorgt, einen halbwegs schnellen Rechner besorgt und diesen M-Router drauf installiert und dann Tunnel aufgebaut zu irgendwelchen Leuten, die sie kennen. Im Hochschulnetzwerk ist es in der Regel so, dass man dann eine andere Hochschule anspricht und fragt, ob die denn schon so einen M-Routed laufen haben. Und wenn die so einen Multicast und M-Bone Router am Laufen haben, dann werden da ein zusätzlicher Tunnel eingetragen. Und natürlich kann es sein, wenn sie erstmal im Netzwerk drin sind, dass jemand anders auf sie zukommt und sagt, du hast doch da einen laufen, ich möchte mich jetzt an dich anschließen. Und wenn man das vernünftig als vermaschtes Netzwerk aufbaut, man kann natürlich auch sagen, ich bin schon so weit hinten dran, schließe dich doch lieber sozusagen weiter oben im Baum an. Wenn der Baum also halbwegs balanciert ist und nicht zu lange Äste hat, dann aber auch nicht zu viele Äste von einem Knoten ausgehen, dann ergibt es ein vernünftiges Netzwerk, in dem man seine Pakete Multicast routen kann. Das einzige Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir jetzt einen Knoten wie den da haben, vielleicht noch ein paar mehr Tunnel zu irgendwelchen Freunden, dass der sich überlegen muss, wenn er so ein Paket hat, an wen schicke ich es denn jetzt alles in unserem Multicast-Baum? Wenn ich es an alle schicke im Multicast-Baum, werden natürlich die Router am anderen Ende, diese Zeichnung ist für diesen Zweck jetzt ein bisschen klein, schon ein bisschen viel mit Paketen vollgestopft. Und da gibt es ein paar Maßnahmen, mit denen man es unterdrücken kann. Man kann zum Beispiel, wenn der hier so ein Paket abschickt, sagen, mein Multicast-Paket soll nur 15 oder 20 oder 30 Hops weit transportiert werden durch dieses Netzwerk. Wenn man sagt, man möchte nur 2, 3 Hops weit transportiert werden, dann bleibt es wahrscheinlich sogar in der eigenen Institution, in der Uni drin. Je nachdem, wie dieser Baum, dieses vermaschte Netzwerk, sagen wir lieber, aussieht. Wenn man sowas wie 5 oder 6 oder 10 als Time to Live einträgt, Time to Live in diesen Multicast-Paketen, dann, sagen wir mal, bleibt man in der Region oder in einem Land. Und erst wenn man ganz großen Wert einträgt, wird man als Multicast-Paket in der ganzen Welt herumtransportiert. Und macht dann auch das Netzwerk relativ voll. Aber darüber müssen wir gleich noch ein bisschen sprechen, was denn so ein Router hier, wo er es denn überall hinschickt.
die Pakete. Weil so ein Paket natürlich eine Adresse hat, die das normale Internet nicht versteht, verwerfen würde, muss so ein IP-Paket, so ein Multicast-IP-Paket, in einem normalen IP-Paket für diesen Transport hierhin, von da nach da und dann von da hierhin, gekapselt werden. Na klar, es muss ja die Adresse von diesem Arbeitsplatzrechner, von dieser Workstation eingetragen werden. Aber dann klappt es auch. Fragen hierzu? Ist eben so, okay? Gar nicht so besonders schwer. Das ist, was übrigens interessant ist, natürlich können Sie dieses Modell auch für andere Zwecke einsetzen. Man kann sich immer irgend so ein Overlay-Netzwerk im Internet bilden und viele Leute machen das zum Beispiel auch mit irgendwelchen VPNs, also Virtual Private Networks. Das ist derselbe Gedanke. Da würde man dann hier M-Routed wegstreichen und hier Pakete in normale IP-Pakete verpacken und das hier über irgendwelche verschlüsselten Tunnel verschicken. Und schon können wir hier so ein Overlay-Netzwerk für eine Firma oder für eine Regierungsorganisation oder einfach nur zu unserer eigenen Sicherheit mit ein paar Freunden einrichten. Also solche Overlay-Netzwerke betreiben viele Leute und naja, das ist auch das Prinzip von so einem Virtual Private Network. Indem man dann auch, ja, wenn der und der und der die entsprechenden Verschlüsseltechniken besitzen, dann können wir hier auf diesen Verbindungen natürlich verschlüsseln. Also diese Overlay-Netzwerktechnik habe ich hier gleich auch noch effizient miterledigt. Ein Multicast sozusagen, ein Gedanke gemulticastet auf das M-Bone und auf VPNs und sonstiges. Andere Overlay-Netzwerke, die man sich aufbauen möchte. Aber das Route im Fall vom M-Bone, vom Multicast, müssen wir uns noch ums Routing kümmern. Und deshalb habe ich hier diese Zeichnung. In dieser Zeichnung sehen wir hier jetzt mal einen der Multicast-IP-Pakete verschickt. Und hier sehen wir Leute, die schon irgendwie ans Netzwerk angeschlossen sind, aber die sind grau, die haben jetzt kein Interesse an diesem Multicast. Der hier hat Interesse an dem Multicast, der, der, der und der. Zum Beispiel könnten wir Interesse an einem Vortrag in der Konferenz haben. Hier steht, hier ist es hier eine Konferenz und oder eine Vorlesung und das Video, das Audio, auch noch die Folien oder sowas, werden jetzt per Multicast verschickt im M-Bone. Das heißt, der schickt jeweils an eine IP-Multicast-Adresse seine Video-, seine Audio-Pakete und der erste Router hier, M-Bone-Router, wir sprechen jetzt, diese Kringel hier, das sind alles M-Bone-Router. Der schickt das Paket an den und an den. Der hier schickt das Paket an den und an den. Der hier an den und an den und an den. Der hier an den. Und der muss es natürlich auch noch weiterschicken an den und an den. Damit alle potenziellen Empfänger, diese 1, 2, 3, 4, 5, 10, alle potenziellen Empfänger versorgt werden oder die bekommen können. Allerdings schütten wir auf diese Weise, überfluten wir das Netzwerk und wir produzieren viele, viele, viele Pakete überall und viel Verkehr. Und wenn das alle machen würden, dann würden wir wahrscheinlich doch unser Overlay-Netzwerk überlasten. Und deshalb ist die Vereinbarung, dass diese, die ich jetzt hier lila gemalt habe, irgendwann abgeschnitten werden. Flood and prune. Prune ist das, was man bei einem Obstbaum macht. Ne? Klick, abschneiden die Äste, von denen man glaubt, dass da keine Früchte wachsen. In unserem Falle keine Multicast-Früchte wachsen, beziehungsweise keiner zuhört. Wie kriegen wir das raus, ob jemand zuhört? Na, ganz einfach. Wir müssen diese
die Interesse haben und zuhören wollen, die müssen wir dazu bringen, auch mal selber ein Multicast-Paket zu schicken. Dieser Router hier, der sitzt also da, stellt fest an diese eine Multicast-Adresse, die wir hier bedienen. Der stellt also fest, der hier und der hier und der hier, stellen fest, von hier aus fließt kein Multicast-Paket hier hoch. Also können wir den abschneiden. Der stellt fest, von hier aus fließt ein Paket manchmal hoch. Wir müssen natürlich dafür, darauf achten, dass der, sagen wir mal, alle Sekunde ein Paket schickt und nicht 1000 Stück pro Sekunde schickt. Dann würden wir ja auch wieder das Netzwerk fluten. Also, der schickt periodisch immer mal so ein Paket. Ich höre zu. Nehmen wir es mal, ich höre zu Paket. Eine Art Bestätigung. Da wird nichts wirklich richtig bestätigt im Sinne von einen ACK und Sequenznummer und sonst was, aber es ist so eine Art Bestätigung. Und diese Bestätigung, die schickt er natürlich hier hoch. Die wird von dem überall hingeschickt, in diesen ganzen Baum, von dem hier hingeschickt. Und na, der kriegt das auch noch und freut sich, ach, da hört ja wirklich einer zu. Das bewirkt, wenn hier so ein Bestätigungspaket von auf der Multicast-Adresse in dieser Richtung transportiert wird, von hier nach hier, das bewirkt, dass der den Baum nicht abschneidet, diesen Zweig nicht abschneidet. Der Zweig wird so lange nicht abgeschnitten, solange hier regelmäßig Bestätigungspakete in Anführungszeichen auf dieser Multicast-IP-Adresse geschickt werden. Das muss gar nicht eine Bestätigung sein, das muss nur einfach eine Multicast auf dieser Multicast-IP-Adresse von hier was in der Richtung geschickt werden. Das reicht. Was da drin steht, sekundär. Das kann man vielleicht noch für irgendwas Schlaues benutzen, aber da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Und genauso hier, ne, der schickt manchmal was und dann wird es hier, der da, und dann wird es hier hin und hier hin und hier hin geschickt. Der auch, na, ist jetzt da schon überflüssig, aber gut. Und die beiden hier auch. Und das wird in diese Richtung dann zurückgeroutet. Wenn diese Dinger hier von dem hier hierhin geroutet werden und nicht hierhin und dann von dem hier runter geroutet werden und vielleicht nicht hierhin, dann würde irgendwann dieser Ast hier auch noch absterben und dafür der hier dastehen. So, ich hoffe, Sie haben dem soweit folgen können. Jetzt haben wir aber noch ein weiteres Problem. Wer sieht's? Ein Problem, das wir lösen müssen. Ich meine, steht schon irgendwie da. Das Problem, das wir lösen müssen, ist, ich komme an meinen Arbeitsplatzrechner, wie üblich ein paar Minuten zu spät, und möchte aber auch noch diesen Vortrag gucken. Naja, die drei Einführungsfolien, die brauche ich eh nicht. Also schmeiße ich meinen Viewer hier an, will die Konferenz gucken, aber dummerweise ist das schon abgeschnitten, mein Ast. Wie komme ich trotzdem dran? Deshalb brauchen wir diesen Growback. Der Router hier, na, der kriegt ja diese Pakete und schickt sie hier hin. Und so periodisch, nicht zu häufig, aber immer mal wieder, schickt er so ein Paket von dieser Multicast-Session, von diesem Multicast-Teilbaum, auch mal hier in die Richtung und in die Richtung. Also wenn ich hier meine Maschine anschmeiße, dann kriege ich vielleicht nach einer Minute doch mal wieder so ein Paket. Ich kriege nicht den ganzen Strom, zig Pakete, hunderte von Paketen pro Sekunde, aber ich kriege so alle Minute vielleicht mal einen oder alle 30 Sekunden mal einen. Und wenn ich einen kriege, dann antworte ich und dann wächst dieser Ast wieder nach. Grow back. Und wenn hier unten keiner ist, weil ich immer noch nicht im Büro bin, dann wird er wieder abgeschnitten. Übrigens kann man auch dafür sorgen, dass das passiert, indem man hier auf dieser Multicast-Adresse was rausschickt, wenn man sie denn kennt, was abschickt. Auch dann, ne, dann würde ja der hier was kriegen und der hier was kriegen und dann würde der merken, ach interessant, und das wieder zurückschicken. Natürlich wird das auch hier irgendwo hingeroutet werden, aber dann ist es
egal, da antwortet ja keiner. Also, das ist so ein Guerilla-Ansatz fürs Routing sozusagen. So ein, wir schicken mal und wenn jemand antwortet, dann schicken wir weiter und wenn da keine Antworten kommen, dann hören wir irgendwann mal auf. Und in dem Sinne ist das auch nicht so ein stateful Routing-Vorgang mit Hard States, sondern das sind richtig Soft States. Ne? Dann macht man, schickt man, offeriert man mal und wenn was zurückkommt, dann lebt dieser Eintrag, ne? Wenn der hier oder sagen wir mal, der hier von da aus Pakete kriegt auf der Multicast-Adresse, dann lebt der Eintrag, ich möchte hierhin schicken, also dieser Ast ein bisschen länger und wenn der hier nichts mehr zurückschickt, also wenn der hier sein, wenn die beiden ihre Maschine ausschalten, dann stirbt dieser Ast auch irgendwann ab und wird weggeschnitten, prune, wie am Obstbaum. Ein Ast, der keine Früchte mehr trägt. Ja, das mit dem Früchte tragen, das ist irgendwie ein ganz gutes Bild. Ne? Ausschlagen, ne? Im Frühjahr neue Triebe und wenn der Ast, der daraus kommt, nichts bringt, dann wieder abschneiden. Das ist der sogenannte Dense Mode. Dense Mode deshalb dicht im Sinne von, wir müssen immer wieder das Netzwerk überfluten. Es gibt auch, gab Ansätze für den Sparse Mode. Da müssen wir mehr über den Multicast-Baum wissen, da müssen wir den managen. Dann brauchen wir in den Routern Freunde, die zum Netzwerk dazugehören, die Multicast verstehen und denen man sagen kann, ich möchte jetzt so einen Baum aufbauen und der und der und der und der, die gehören dazu. Die haben sich zum Beispiel vorher angemeldet für so eine Konferenzsession und jetzt sagen wir denen hier, nur denen, von denen so blaue Pfeile folgen, der hier, der hier, der hier, der hier und der hier, oder sagen wir mal, dieses 1, 2, 3 Netzwerke, die sollen damit versorgt werden. Das nennt man Dense Mode, aber da muss man eben was wissen, wie dieser Multicast-Baum aussehen soll, Sparse Mode. Im Dense Mode weiß man es nicht, da wächst das immer wieder und schrumpft und wächst und schrumpft und wenn Ihr Rechner hier abstürzt, na, dann sind sie auch bald mal draußen aus dem Netzwerk. Es gibt einer von diesen Ansätzen war das PIM, Protocol Independent Multicast. Da muss man so Beitrittsnachrichten an besonders ausgezeichnete Multicast-Router im Netzwerk und sagen, so, ich will jetzt an diesem Multicast teilnehmen. Also eine explizite Nachricht. In so einem eine Art Management für eine Management-Instanz, an eine Management-Instanz, die dann das hier aufbaut. Also hier bei dem PIM, da können Sie nachschauen, wie man das explizit aufbaut. Ich möchte noch hinzufügen, dass es für dieses M-Bauen eine ganze Menge Programme dafür eine ganze Menge Programme entwickelt worden sind, die sogenannten M-Bone Tools, die also in diesen Arbeitsplatzrechnern hier laufen, mit denen man zum Beispiel Telefonie machen kann, WAT oder das ist ein Audio-Tool, der RAT ist ein Audio-Tool. Die drei Dinge hier sind Programme fürs Video. Wir werden noch ein bisschen drüber sprechen, zu einem anderen Zeitpunkt in der Vorlesung. Session Directory ist ein Dienst, der auch Multicast-basiert ist, in dem man Multicast-Adressen für bestimmte Events finden kann. Das Whiteboard, wie der Name dann schon sagt, so ein Multicast-Sharing von Zeichnungen oder was ich hier ans Blackboard malen würde, habe ich schon. Das hier heißt Robust Audio Tool. Das ist das hier plus besser.
robust im Sinne von normal impliziert schon, dass das normale Wert vielleicht auch nicht so super zuverlässig war. Aber das war auch mehr ein experimentelles Werkzeug. Das M-Bone, das hat viele, viele Jahre lang existiert. Heutzutage wird es nicht mehr so häufig benutzt. Es gibt wohl noch Teile dieser Infrastruktur. Ich erzähle es hier in der Vorlesung, um klarzumachen, wie man Multicast macht. Im heute existierenden Internet wird es schon nicht mehr, also sagen wir, im Verhältnis zu dem sonstigen Traffic nicht mehr so häufig verwendet. Ne? Die Leute gucken halt irgendwie fertige Clips auf YouTube an und solche Sachen. Wobei man auch sagen muss, dass sowas wie YouTube eben entsprechend ineffizient ist. Ja, wenn Sie das Video angucken und im PC-Pool und brüllen zu Ihrem oder sagen es Ihrem Nachbarn, oh, guck doch mal hier, toll, und der schmeißt es auch an, das Video, dann wird das Ding zweimal übertragen. Und wenn der ganze Pool von 25 Leuten es anguckt, dann wird es 25 Mal übertragen. Also da gibt es dann zwar im Hintergrund irgendwelche Content Delivery Networks, die das halbwegs optimieren, aber zumindest in die Uni rein wird es noch 25 Mal übertragen. Im Gegensatz zu sowas hier, zu dem M-Bone, wo es dann in die Uni rein nur einmal übertragen würde. Der Videostrom. Gibt eigentlich dann noch ein paar andere Kompromisse, aber da sprechen wir dann zu gegebener Zeit nochmal drüber. Dieses Video-on-Demand-Problem. Ich möchte jetzt, nachdem wir über diese Overlay-Netzwerke gesprochen haben, über den Multicast gesprochen haben, nochmal ein paar Worte sagen zur ganz wenige Folien. Das ist auch nicht so ein super Geheimnis, zumindest der prinzipielle Aufbau ist nicht so super schwierig vom Internet. Die Idee ist ja, dass das Internet aus ganz vielen unabhängigen Geräten und Institutionen aufgebaut ist. Die müssen irgendwelche Protokolle verstehen, ein paar, um gegenseitig Pakete austauschen zu können. Man muss was von der Semantik wissen, damit man das Paket in die richtige Richtung weiterschickt. Man muss diese Routing-Protokolle verstehen, aber das war es auch schon. Und man muss natürlich solche Leitungen da anmieten. Leitungen anmieten, die irgendjemand anders verlegt hat, Bagger und so weiter. Und die Endkunden, die brauchen auch irgendwelche Leitungen zum Netzwerk hin. Die Leitungen zum Netzwerk hin, die können hier in unserem Falle ein einfaches Stück Ethernet sein, in diesen Raum da links unten, wenn man reinkommt, links unten neben dem Eingang. In der Ecke, da stehen so ein paar Racks drin und da sind Router drin, beziehungsweise Ethernet-Switches und Router. Und im Rechenzentrum irgendwo, ich glaube, das ist eigentlich in der Leipziger Straße bei uns drüben, da gibt es auch wieder so ein Rack. Und da hängen Router drin. Ein paar, gar nicht so viele. Und von da aus geht eine Leitung nach Dresden. Und ich glaube, noch eine nach Chemnitz. Die nach Chemnitz ist aber eher Backup. Also da geht eine Leitung nach Dresden und in der TU in Dresden, da stehen auch wieder ein Rack oder mehrere mit Routern drin. Da ist einerseits die TU Dresden angeschlossen und da vielleicht auch noch die Fachhochschule in Dresden und dieser und jener. Wahrscheinlich sogar auch noch ein paar Ministerien oder sowas, ich weiß es nicht genau. Früher war das so. Und von da aus geht es dann wieder weiter nach, haben wir ja gesehen, Potsdam, ne? Ins DFN. Und von da aus geht es wieder weiter. Also was wir haben ist, wir haben solche Subnetworks, zum Beispiel hier 139, 20, 16, irgendwas. Und hier 139, 20, 77, irgendwas.
Subnetz, Subnetz. Also wir haben viele Subnetze. Das hier, das hier, das hier, das hier. In real existierenden Netzwerken ist das natürlich hier irgendwie ein paar Größenordnungen skaliert. Und wir haben hier einen Router und hier einen. Das hier sind die Router und das hier sind Netzwerke. Also Netzwerke ist natürlich auch irgendwie ein virtuelles Konzept, zumindest teilweise. Also das hier, so ein Netzwerk, da haben wir eins, hier haben wir ein zweites Netzwerk und hier haben wir drei Subnetze angeschlossen. Hier haben wir zwei Subnetze angeschlossen. Von hier aus geht es über einen Exterior Gateway in das Core Network. Hier haben wir wieder so ein Autonomous System. Die Autonomous Systems, das sind die gelben Dinger. Und hier haben wir auch ein Autonomous System, auch so ein gelbes Ding. Und hier wieder einen Exterior Gateway. Das Autonomous System, dieses gelbe Polygon, hat sogar zwei solche Übergabepunkte. Mehrere solche Exterior Gateways. Hier intern gibt es auch Gateways. Zwischen dem Network und dem Network haben wir hier ein Gateway, ein Interior Gateway. Und das hier ist ein Subnet Router, die hier noch dazwischen stehen. Wir können auch so entartete, in Anführungszeichen, Autonomous Systems haben. Der hier hat zum Beispiel nur Networks und keine Interior Gateways mehr. Der Subnet Gateways mehr, Interior Gateways schon, Subnet Gateways nicht. Und der hier, der hat zum Beispiel nur noch Subnetze. Kann man sich auch vorstellen, solche Autonomous Systems. Ja. Wenn man ein reiner Internetprovider, der hat dann hier direkt angeschlossen, hier, über irgendwelche Schränke vielleicht, seine paar hunderttausend Kunden, über irgendwelche Modemschränke oder sonst was. ADSL-Modems. Oder wir haben hier nur so ein paar Netzwerke. Natürlich ist jeder frei, in Anführungszeichen, sich so ein autonomes System aufzubauen. Er muss bloß irgendwie einen Ort finden, wo er hier in dieses Core Network hineinkommt. Also er muss irgendwo einen Exterior Gateway haben, um sich in dieses Core Network hinein zu verbinden. Das kostet eventuell Geld. Also nicht nur die Hardware, sondern auch dann jedes Paket, was er da reinschickt. Das werden wir auf der nächsten Folie dann noch betrachten. Also das hier ist so, ne, logisch der Aufbau vom Internet. Zumindest von dem IP-Teil des Internets. Selbstverständlich skaliert um Größenordnungen. Aber das könnte ich ja dann schlechter zeichnen. Jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen konkreter an. Also wir haben heterogene Netzwerke. Wir haben zum Beispiel hier, sagen wir mal, einen Token-Ring. Einfach nur mal so. Hier haben wir so einen Schrank mit vielen DSL-Modems. An denen sind diese Computer hier angeschlossen. Wenn ich hier fünf male, naja, in Wirklichkeit sind es natürlich dann pro Schrank ein paar hundert. Und dann hat man vielleicht auch noch mehrere Schränke, aber das ist ja egal. Und die sind hier zum Beispiel angeschlossen über solche Interior Gateways. Und das hier ist auch angeschlossen über so ein Interior Gateway. Und der hat dann insgesamt ein Netzwerk. Und der hier hat ein Netzwerk. Die sind jetzt hier über Ethernet angeschlossen. Und der hier hat ein Netzwerk. Das ist jetzt hier nicht so sternförmig über Ethernet angeschlossen, sondern so Daisy-Chain-mäßig. Und der hier auch. Und der hier, der ist hier an den da direkt angeschlossen mit so einem Gateway noch. Der ist an diese Exchange hier angeschlossen. Heutzutage schreibt man die eigentlich mit X hinten, die Exchange. Ne? Der in der letzten Zeit ist ja zum Beispiel in der Presse dieses DE-CIX, DE-CI, X diskutiert worden.
wie ich mich jetzt hier anschließe, mit wem ich mich direkt verbinde, mit wem ich über so eine Exchange, Metropolitan Area Exchange mich verbinde, das hat praktische Überlegungen, das hat unternehmensstrategische Überlegungen und das hat was mit Geld zu tun. Ich könnte zum Beispiel hier ein Netzwerk haben und dieses Netzwerk, das hier ist, naja, das ist, sagen wir mal, das wäre das deutsche Forschungsnetzwerk und das hier ist das französische Forschungsnetzwerk. Wir beide wissen, dass wir, naja, Verkehr miteinander haben werden, ne? Wenn die Forscher in Frankreich irgendwelche Webseiten anschauen oder E-Mails schicken wollen zu den deutschen Kollegen, dann könnten wir das ja direkt machen und umgekehrt, die Deutschen an die Franzosen. Es wäre also vielleicht sinnvoll, wenn wir uns das Netzwerk und das Netzwerk, wenn wir uns ein Kabel kaufen, anmieten natürlich. Nicht kaufen, wir schicken keine Bagger los, das könnte man vielleicht auch machen, aber das wäre ein bisschen teuer. Also mieten wir irgendwas an bei irgendjemandem, der zum Beispiel eine Wellenlänge in irgendeiner Glasfaser. Genauso wie das hier die Universität macht, um sich mit Dresden um nach Dresden IP-Pakete schicken zu können. Da muss man ja auch zu einem Telekommunikationsunternehmen gehen und eine Glasfaser mieten. Typischerweise heutzutage eine Glasfaser. Also den beiden entstehen die Kosten für diese Glasfaser und natürlich für diese Exterior Gateways, Border Gateways. Die müssen sich also jeder so eine Kiste kaufen und die Kosten, die monatliche Miete für die Leitung, die teilen wir uns. Das nennt man Peering. Hier steht der Ausdruck. Wir teilen uns die Kosten für diese Leitung. Und zunächst mal macht man das so flatmäßig, 50-50 und gut. Bis der Neid aufkommt. Das Urlaubskassensyndrom, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ne? Man fährt mit ein paar Kumpeln in Urlaub und wenn man losfährt, sagt man, jetzt machen wir eine gemeinsame Urlaubskasse. Und wenn man dann zum ersten Mal essen geht und das aus der Urlaubskasse bezahlt werden soll, dann denkt jeder nach, wie er das Teuerste auf der Speisekarte bestellen kann, um ein bisschen mehr aus dieser Kasse zu kriegen. Und das findet natürlich auch bei diesem Peering statt. Beziehungsweise hinterher, nach ein paar Tagen, sagt einer, hey, du hast aber immer das teurere Essen gekauft. Und für dich haben wir viel mehr ausgegeben als für mich. Jetzt zahlst du bitte mehr in die gemeinsame Kasse ein. Und da wird aber das Verhältnis gestritten. Man kann auch dann zum Beispiel ausmachen, wie viele Pakete werden in welche Richtung geschickt. Wenn zum Beispiel mehr Pakete von hier nach hier geschickt werden, könnte man argumentieren, ey, deine Kunden wollen die ganze Zeit meine Webseiten ansehen. Und meine Kunden interessieren sich überhaupt nicht für deine Webseiten. Also musst du an mich was zahlen, beziehungsweise diese Kosten hier, die werden jetzt nicht mehr 50-50 geteilt, sondern 70-30, du zahlst mehr. Und dann sagt der andere, soweit kommt es noch, und dann streiten sie sich, und dann fangen sie am Ende an, Pakete zu zählen. Und wenn der hier 100.000 Pakete von dem kriegt und der hier 200.000 von dem, na, das ist dann 66,33 und der eine zahlt eben entsprechend mehr. Und diese Peering-Abkommen sind übrigens auch der Grund, warum es manchmal dann solche Links hier, sowas hier abgeschaltet werden. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gelesen, dass sich irgendwelche Provider streiten, Backbone Provider streiten und so weiter. Da gibt es dann immer so ulkige Sachen, dass irgendwelche Seiten dann ein paar Wochen lang von den Kunden, von dem Netzwerk A nicht erreicht werden können. Weil die nämlich hier dranhängen, hier, da sind die Seiten und da sind die Leute, die es angucken wollen. Und wenn die sich zanken und die Leitung hier abschalten,
dann, naja, dann geht der Verkehr entweder hier lang und wird teurer, oder der klemmt es ganz ab, Edge, und deine Kunden können da nicht gucken, in der Hoffnung, dass die Kunden dann Revolution machen und dass der halt doch ein bisschen Geld kriegt. Von dem da. Also da kann man sich auch trefflich drum streiten, das passiert auch. Aber Peering ist das Wesentliche, wie man solche Netzwerke verbindet. Man kann auch, aber man kann es aber natürlich nicht mit jedem peeren, den es da auf der Welt gibt. Deshalb kann man als Autonomous System sich an so eine Exchange anschließen. Das hieß mal, das heißt Metropolitan Area Exchange eigentlich so konzeptuell. Und das hier auch. Wir können also sagen, also der Verkehr, der hier rausgeht und woanders hin, der wird über diese Exchange abgewickelt. Und na, diese Exchange, die hat dann halt Leitung hierhin und Leitung hier und peert mit dem hier, mit dieser Metropolitan Area Exchange. Die leisten sich also wieder eine Leitung und teilen die Kosten irgendwie. Und der zahlt an den und der zahlt an den und der zahlt an dem, an den auch wieder zum Beispiel fürs Volumen. Damit der hier ihn über den mit dem hier verbindet, mit denen verbindet, die hier dran sind, und mit denen, die hier dran sind, muss der was an den zahlen und der was an den zahlen. Ist natürlich schlau, wenn die jetzt hier, wenn wir Verkehr von hier nach hier haben, wenn die das über diese Leitung übertragen und nicht hier außenrum, denn hier rum wäre es ja teurer, weil der ja auch noch was verdienen will. Nicht nur die Hardware, sondern irgendwie muss ja auch der Dienstwagen vom Geschäftsführer bezahlt werden. Und die Admins, die da sitzen und die Geräte pflegen. Also, die hier leiten durch nach unten, die hier leiten durch nach unten. Wenn wir nach unten durchleiten zu Subnetzwerken, dann zählen wir zum Beispiel Pakete oder auch Volumen und können danach abrechnen. Wenn wir hier zwischen den Peers, Peer heißt ja irgendwie so Gleichgestellte auf gleichem Niveau, ne? Kollegen, wenn man so will. Die teilen sich die Kosten irgendwie entweder 50-50 oder im Volumenverhältnis. Und mit dem Endkunden kann man jetzt auch abrechnen nach Volumen, nach Anzahl Pakete, wobei sich das hier unterscheidet, ne? Pakete, ist ja egal, ob die dick oder dünn sind, Volumen, da werden tatsächlich Bytes gezählt, Zeit der Verbindung oder auch einfach nur pauschal. Wenn man pauschal so eine Flatrate hat, dann hat das sicher Abrechnungsvorteile, weil man nicht die ganze Zeit Pakete zählen muss. Und das kostet ja auch ein bisschen Geld oder Zeit zählen muss. Und es gibt weniger Streit zwischen den Leuten. Und der Kunde denkt nicht jede Sekunde darüber nach, ob er nicht vielleicht jetzt doch die Internetverbindung abstellt, um noch ein bisschen was zu sparen und so weiter. Also Flatrate ist eigentlich was ganz, ganz Vernünftiges, aber naja, es gibt immer irgendwelche Leute, die dann glauben, dass sie da wieder ihren persönlichen Vorteil daraus schlagen müssen und solche Flatrates dann, sagen wir mal, überbeanspruchen. Wenn das alle machen würden, wäre es natürlich auch wieder nicht gut, weil dann all diese Leitungen hier kräftiger werden müssen. Also, naja, wie das eben so ist, wenn man sich vernünftig verhält, ist ganz gut. Aber wenn man jetzt wieder Urlaubskassenmodus, ne, guckt, dass man immer das Teuerste auf der Speisekarte bestellt, dann gibt es irgendwann doch Stress. Also, die unten sind, die zahlen die Rechnung, die Peers gleichen die Kosten aus untereinander und Abhängige decken die Kosten von denen, die weiter oben sind und naja, erzeugen Ergebnis. Ne? Ein Euphemismus für Gewinn und Shareholder Value und all solche Sachen. Wenn Sie also mit irgendeinem Telekommunikationsprovider oder Sie hier, ne, Sie können ja auch, oder hier, das ist ja die typische Situation, Sie betreiben ein kleines Netzwerk, ein kleines Ethernet-Netzwerk bei sich zu Hause, Sie haben eine DSL-Leitung hier oben hin, und der auch und noch viele mehr, Größenordnungen mehr. Sie bezahlen den hier und der, naja, der muss jetzt bezahlen erstens
die Modems hierhin und die Leitungsmiete und so weiter, die er bei der Telekom oder so bezahlen möchte, der gleicht Kosten aus, mit denen er peert, und der zahlt an die, die weiter oben im Baum Knoten unterhalten. Und da drin gibt es viele Geschäftsmodelle. Wir könnten zum Beispiel nur einer sein, der so einen Knoten unterhält, oder wir könnten so einer sein, der wirklich diese Schränke hier hat und sich mit den Kunden umschlagen, muss. Das hängt auch damit zusammen, wer welches Netzwerk hat. Und wir könnten jemand sein, der nur diese schwarzen Striche hier, diese da, diese und diese und diese hier bereitstellt. Also nur die Kabelinfrastruktur, die Leitungsinfrastruktur, sagen wir mal lieber, bereitstellt. So, das hier ist jetzt die Folie. Wie sieht das Internet? Naja, real ist der falsche Ausdruck. Das Internet ist ein bisschen größer als meine Folie. Aber wie ist das Internet aufgebaut? Und wer zahlt? Gezahlt wird von unten nach oben in dem so entstandenen Baumgeflecht. Wer wo angeschlossen ist, der zahlt. Die Abhängigen decken die Kosten und die Peers gleichen die Kosten aus. Und die Abrechnungsmodi, entweder pauschal oder gar nicht, nur teilen oder eben nach irgendwelchen Volumenkriterien. Wenn wir über diese Flatrates, wie wir alle wissen, die kann man auch deckeln und drosseln. Da wollen wir jetzt gerade nicht drüber reden. Im Mobilfunk ist das ganz, ganz selbstverständlich. Da kriegen Sie eben dann, was weiß ich, 2 Gigabit oder 1 Gigabit mit einer, sagen wir mal, in Anführungszeichen vernünftigen Durchsatz. Und wenn Sie im Monat mehr als 2 Gigabit verbrauchen, dann werden Sie so weit gedrosselt, dass Ihnen die Lust am Surfen vergeht und Sie allenfalls noch ein paar E-Mails schicken. Und das Navi funktioniert auch nicht mehr. Also da ist das eigentlich üblich. Im Festnetz, bei unseren DSL-Leitungen, ist es vorläufig noch unüblich, zumindest bei uns. In anderen Ländern sieht das auch wieder anders aus. Die Firmen haben auch natürlich auch versucht, alles, was über diesem monatlichen Inklusivvolumen ist, irgendwie dann auch mengenabhängig abzurechnen. Aber da gibt es dann gleich Kummer mit dem Kunden. Ne? Denn sobald sie über diese feste, den Inklusivbetrag drüber sind, wird es dann ziemlich teuer. Und wenn dann so ein Kunde normalerweise eine Rechnung über 30 Euro kriegt im Monat und dann sind es mal 150 Euro, dann gibt es auch gerne mal Ärger mit dem Kunden. Also es hat sich als Geschäftsmodell, zumindest Privatkunden gegenüber, nicht so bewährt. So eine Volumenabrechnung. Fragen? Okay, dann machen wir weiter. Mit den Routing-Algorithmen. Ich habe letzte Stunde über den Distance-Vector-Algorithmus gesprochen. Auch Bellman-Ford-Algorithmus genannt. Man braucht irgendeine Metrik, sodass man die Verbindung in diesem entstandenen, vermaschten Netzwerk, bei einem Baum braucht man es eigentlich nicht, aber man braucht irgendeine Metrik, dass man die Verbindung in einem entstandenen, vermaschten Netzwerk bewerten kann und die günstigste raussuchen kann. Der Wege in diesem vermaschten Netzwerk. Ich habe hier nochmal das, was ich letztes Mal so mit Laserpointer-Wedeln an der Zeichnung erklärt habe, nochmal aufgeschrieben, ein bisschen algorithmisch. Am Anfang kennt jeder Router nur seine Netzwerke und die Kosten dahin. Im Fall vom Hopcount wäre das 0. Da können wir auch mit 1 initialisieren, ist ganz egal. Und jeder versendet seine Tabelle periodisch immer wieder an die Nachbarrouter, an seine Nachbarn. Mit Nachbarn meine ich jetzt alle, zu denen er
mit einem Hopp hin kann. Oder die irgendwie als ein Nachbar definiert sind. Definiert aber im statischen Sinne. Ne? So, und jetzt muss jeder, der so einen Tabellen-Update durchführen. Das ist dieser Schritt 2, der besteht aus diesen drei Teilschritten. Und zwar für alle Netze, die in den angekommenen Tabellen stehen, in den angekommenen Tabellen, es sind mehrere Plural, stehen, machen wir Folgendes. Wir rechnen mal so eine Distanz zu diesem neuen Netzwerk, das wir da bekommen haben, aus. Das ist die Distanz bezüglich dieser Metrik zum Nachbarn plus die Distanz, die in der Tabelle drin stand, vom Nachbarn aus. Jetzt haben wir also einen Wert für die Distanz, wenn wir diesen Nachbarn nehmen würden, um unsere Pakete an das Netzwerk da zu verschicken. Okay? Dann gucken wir mal in unserer Routing-Tabelle nach. Falls der Eintrag an der Stelle net, dieses net hier und dieses net hier, falls der leer ist, dann tragen wir in die Routing-Tabelle an der Stelle net.distance diese hier ausgerechnete Distanz ein. Und natürlich auch noch, über welchen Port wir zu diesem Netzwerk kommen können. Das ist ja eigentlich die entscheidende Information. Über welchen anderen Router wir da hinkommen können. Falls das nicht so ist, else, ne, B und C, falls das nicht so ist, Routing Table an der Stelle Netzwerk.Distanz, ergibt sich zu dem Minimum von dem, was schon drin steht, und der neuen Distanz und der entsprechende Eintrag. Also, wenn sie leer ist, dann können wir ja nur das eintragen. Und wenn sie nicht leer ist, dann tragen wir das günstigere ein. Sowohl die Distanz vom günstigeren als auch der Ausgangsport vom günstigeren. Das hier iterieren wir über die Anzahl Netzwerke, über die Netzwerke, die da drin stehen. Und dann haben wir ein Update unserer Routing-Tabelle gemacht, eine neue Routing-Tabelle. Natürlich machen wir das auch für alle solchen Tabellen, die da ankommen. Immer wieder, wenn eine Tabelle ankommt, machen wir diesen Schritt 2. So, wenn wir jetzt hier damit fertig sind, dann gehen wir wieder nach 1, schicken unsere Tabelle wieder an alle unsere Nachbarn. Die ist jetzt größer geworden. Und dann kriegen wir wieder Tabellen von den Nachbarn und dann wächst unsere Tabelle wieder ein bisschen. Naja, nachdem wir von unseren Nachbarn so 10, 20, 30 Updates gekriegt haben, wird schon irgendwann unsere Tabelle voll sein. Werden alle Netzwerke, das vollständige Wissen über unser Netzwerk, über unser Autonomous System, wird dann halt drinstehen. Konzeptuell das vollständige Wissen über das Internet. Das Versenden von Tabellen an unsere Nachbarn, das macht man mit dem RIP, Routing Information Protocol, wird auch das Interior Gateway Protocol genannt. Einerseits müssen wir die Tabellen transportieren, andererseits müssen wir an unsere Nachbarn auch diese Hello-Messages schicken. Wenn die Hello-Messages mal nicht ankommen, dann kann unser Nachbar messerscharf schließen und der ist abgestürzt. Oder der Bagger hat die Leitung kaputt gemacht. Oder es ist sonst was mit ihm passiert, wir können da nicht mehr hinrauten. Das wird man nicht machen, sobald eine Hello-Message ausbleibt, aber wenn da eine Weile lang kein Hello-Message mehr kommt und wenn man dem Hello-Messages schickt und es kommt keine Antwort, dann muss man irgendwann mal davon ausgehen, dass es den nicht mehr gibt und uns aus unserer Routing-Tabelle rausnehmen, alle, die da dran stehen, alle Netzwerke, die da dran stehen. Dann dauert es eine Weile, dann kommt es vielleicht von einem anderen Netzwerk, von einem anderen Router, die wieder so eine Tabelle an, dass wir dann über irgendeinen Umweg da hinten hinkommen. Ja, wenn wir hier so ein Netzwerk haben,
irgend sowas. Und hier, diese Leitung geht kaputt. Dann müssen wir natürlich hier eintragen, beziehungsweise hier alles rauslöschen, was wir über den hier geleitet haben. Also zum Beispiel das hier wegnehmen, das E, den hier vielleicht auch und den hier auch. Jetzt können wir die erstmal nicht erreichen, aber der hier kann es natürlich schon. Und wenn der die Tabelle hier hinschickt, dann wird der hier das wieder eintragen. Und wenn der die Tabelle hier hinschickt, dann wissen wir, dass wir hier lang routen können. Hierhin, hierhin. Und dann erscheinen die langsam wieder. Langsam. Wie langsam? Na, das kann man sich überlegen. Wie häufig werden die Tabellen-Updates verschickt? Wenn wir die alle 30 Sekunden verschicken, dann schickt der dann Tabellen-Update hierhin, hierhin, hierhin. Und dann sollten wir spätestens nach 1,5 Minuten auch wieder den erreichen können. Obwohl der natürlich schon länger mit dem hier so kommuniziert hat, also wahrscheinlich haben wir es sogar schon nach 1 Minute oder so ähnlich. Also, Timer sorgen dafür, dass Leitungen abgeschaltet werden, aber diese Tabellen-Updates, die sorgen auch dafür, dass wir, wenn wir eine Leitung verlieren, wieder einen anderen Weg, um dahin zu routen, irgendwann mal finden. Außer dieses Netzwerk ist jetzt komplett abgeschnitten. Wenn wir den hier hatten, hier noch eine Leitung und hier eine Leitung und die hier ist kaputt, Terminal kaputt, dann werden wir an den hier nicht mehr hinkommen. Und jetzt gibt es da noch dieses nette Count-to-Infinity-Problem, was man auch immer gerne mal in Prüfungen hört, weil es irgendwie spaßig ist. Das Count-to-Infinity-Problem, das mag ich eigentlich einer einfacheren Zeichnung erklären. Die Idee ist folgende. In dessen Tabelle steht da natürlich drin, dass man den hier A, B, C. In dessen Tabelle steht drin, den A kann ich mit dem Port 1 erreichen, Distanz 1, den B kann ich über 1 erreichen, Distanz 1. Jetzt nehmen wir an, dann steht hier in der Tabelle, den B kann ich über den Port 2 erreichen. Ach Quatsch, was mache ich denn? Den C kann ich über den Port 2 erreichen, Distanz 1. So, jetzt ist aber gut, hoffe ich. Hier steht drin, den B kann ich über den Port, das ist der 1 natürlich, erreichen, Distanz 1 und den A kann ich über 1 erreichen, Distanz 2. Jetzt geht die Leitung verloren. Der entfernt diesen Eintrag. Dann kriegt er ein Tabellen-Update. Der Tabellen-Update von dem hier, da steht drin, den A kann ich erreichen über den Port, mit der Distanz 2. Dann freut er sich. Aha! Den A kann ich erreichen über den Port 2 hier mit der Distanz, 2 plus 1 gibt 3. Und schickt die Pakete alle hier hin. Der schickt sie übrigens wieder zurück. Oh. Irgendwann mal, wenn es gut läuft, merkt er, aha, der kann nicht, der A, der, für den sind jetzt die Kosten größer geworden, dann tragen wir mal hier 4 ein. Und dann trägt der irgendwann mal hier 5 ein. Und der trägt 6 ein. Und wir zählen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Was machen wir? Wir definieren unendlich als eine mittelgroße natürliche Zahl, zum Beispiel 15, und haben unser Problem gelöst. Wenn man nämlich hier mal unendlich auftaucht, dann löschen wir die aus unseren Tabellen und dann ist gut. Wenn wir 255 als unendlich nehmen würden, würden die tatsächlich hier diese Jungs da so
ungefähr 2 Stunden hochzählen oder sowas. 2 Stunden? Ja, ich glaube so 2 Stunden. Nee, 1 Stunde hochzählen, bis sie es merken. Und in der Stunde würden wir dumme Pakete rumschicken. Deshalb setzt man unendlich auf 15, dann ist es irgendwie so nach ein paar Minuten erledigt das Problem. Also das war das Count-to-Infinity-Problem und Infinity müssen wir einfach geeignet wählen und dann klappt dieser Ansatz hier auch wieder. Wobei es natürlich schon irgendwie, ein Informatiker würde unendlich auf 15 setzen als Hack bezeichnen. Ja, wie das in der Mathematik. Es gibt dann halt eine andere Mathematik, würde der Mathematiker sich überlegen. Also dieses RIP, ich komme gleich noch ein bisschen auf die Historie hier, das war in den Anfangszeiten des Internets das, was man benutzt hat. Irgendwann haben die Leute natürlich auch gemerkt, dass man es vielleicht doch noch besser machen könnte. Da sprechen wir dann gleich noch drüber. Erst möchte ich noch über das ist das Interior Gateway Protokoll. Das hier. Über das Border Gateway Protokoll sprechen, zwischen autonomen Systemen. Also das ist das, was wir im Core Network betreiben. Also die Border Gateways, das ist der Übergang zum Core Network. Und im Core Network möchte man insbesondere nicht mehr, dass die Routing-Tabellen sich so dynamisch und ohne Aufpassen und ohne weiteren Randbedingungen entwickeln. Ich meine, hier, da war das Optimum irgendwie trivial. Möglichst geringe Kosten bezüglich einer einzigen Metrik. Aber wenn man damit Geld verdienen will, dann ist Schluss mit einer einzigen Metrik. Dann gibt es da viel mehr Kriterien. Also das Border Gateway, das hat die Routing-Tabelle fürs eigene Netzwerk, für dieses autonome System und kennt außerdem alle Router im Core-Netzwerk. Alle anderen von diesen autonomen Systemen da. Es gibt Transit-Systems und Stub-Systems. Naja, was haben wir denn hier? Na, das hier ist ein Stub-System. Und Transit steht dann hier oben drin. Ne? Also wir sind im Core-Netzwerk und wollen zum Beispiel von hier nach hier, da haben wir hier 2 so Transit-Systems. In diesem Netzwerk, da werden Listen verschickt über dieses Border Gateway-Protokoll von IP-Bereichen, von Präfixen. Ne, beim CIDR haben wir ja auch schon über solche Präfixe gesprochen. Das heißt also dann, der hier zum Beispiel, der kennt alle Netzwerke, die mit diesen 12-Bit losgehen. Die sind an ihm angeschlossen. Kann man über ihn erreichen. Die benutzen TCP-Verbindungen, um das auszutauschen. Das RIP benutzt, ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, die benutzen einfach UDP. Die haben also zuverlässige Verbindungen zum Austauschen. Das Modell ist ähnlich vom Distance-Vector-Algorithmus, nur wird nicht so einfach ausgetauscht in der Tabelle, sondern da gibt es auch noch so eine Art weitere Randbedingungen und Kriterien, nach denen ausgetauscht wird. Generell muss man sagen, im Core-Netzwerk geht es ein bisschen statischer zu. Da ändert man nicht so einen Eintrag so mal so flink, denn da geht es ja richtig um Geld. Und wenn Sie da von hier nach hier rüber wollen oder von da nach da, Sie können ja zum Beispiel von hier nach hier zum Fünfer hier lang gehen oder hier lang gehen. Da gibt es ja verschiedene Wege. Wenn wir uns das hier anschauen, von 6 nach 3, nach 1, nach 2, nach 5, das ist vielleicht ein guter Weg. Von 6 nach 3, nach 4, nach 2, nach 5 ist vielleicht ein schlechterer Weg. Von 6 nach 3, nach 4, nach 8 ist wieder ein guter Weg fürs ganze Netzwerk bzw. für einen individuell. Da kommt es immer darauf an, wie viel Kosten man dann wo hat. Was man könnte natürlich auch sagen, ich schicke meinen Verkehr 6, 3, 4, 8 hier oben lang, hier unten hin
mal dieser, was dann für mich billiger ist, als wenn ich es hier rüber schicke, aus allerlei Gründen. Oder vielleicht habe ich mit dem gerade Krach, weil ich meine, dass der, oh, da hinten ist das YouTube dran, der macht mir nichts als Verkehr, den will ich eigentlich gar nicht so dringend. Oder es kann ruhig ein bisschen länger dauern, für all die Videos, die es von dem gibt, dann gucken meine Kunden vielleicht nicht so viel die blöden Videos. Das sind also Entscheidungen, die da hineinspielen. Und wenn dann sich der Videoprovider beschwert, dass es für dessen Kunden hier unten so ewig lang dauert, dann sagt man zu ihm, oh, kann ich einen Deal machen für 1.000 im Monat, mache ich so, dass das viel schneller geht für deine Kunden. Lächeln. Na, da sind wir bei diesem Thema Network Neutrality und all diesen Dingen angelangt. Das spiegelt sich eben technisch auch in den Wegen wieder, wo lang geroutet wird und so weiter. Was übrigens passieren kann, wenn jemand hier in diesem Border Gateway Protokoll im Core-Netzwerk einen kleinen Fehler macht und in seinen Präfix-Updates hier, die Listen mit den Präfixen, was Falsches schickt. Da hat es in den vergangenen Jahren zwei gute Beispiele gegeben. Das erste war Pakistan in YouTube, glaube ich. Sie erinnern sich vielleicht. Da hat irgendein Schlaumeier in Pakistan geglaubt, dieses YouTube ist ja sowieso nur Blasphemie und Schweinkram. Das klemmen wir jetzt ab. Und abgeklemmt haben sie es, glaube ich, so, dass sie gesagt haben, YouTube sind wir. Und das hat auch in Pakistan gut funktioniert. Die Pakete, die Verbindungen daran sind halt irgendwie geerdet worden. Aber dummerweise haben sie das auch über das Border Gateway-Protokoll nach draußen geschickt, dass sie YouTube wären jetzt, dieser IP-Bereich. Und dann konnte irgendwie die halbe Welt nicht mehr YouTube gucken. Dann wurden, naja, das haben natürlich die blitzartig gemerkt. Und dann haben sie um diesen Fehler herumgeroutet. Ne? Dann haben sie diese Provider, den pakistanischen Provider eben abgeschaltet, bis der es wieder in Ordnung gebracht hatte. Und es gab auch vor ein paar Jahren mal so ein Ding mit China, das war auch irgend so ein komischer Fehler. Und dann ist der Google-Verkehr zwar nicht abgeklemmt worden, aber irgendwie ein paar Stunden lang der ganze Google-Verkehr durch China durchgeroutet worden. Das war auch noch so ein Ding. Das ist, glaube ich, erst vor 3-4 Jahren passiert. Die Pakistan-Geschichte, die war schon 6-7 Jahre alt oder so. Also das sind diese klassischen Probleme, die wir auch merken. Das eine ist katastrophal, das andere ist nur, ui, warum dauert das jetzt so lange, um eine Suchanfrage beantwortet zu kriegen. Das merken übrigens auch die Googles natürlich total schnell. Die kontrollieren das ja alles. Ja, ich glaube 2010 war diese Google-Geschichte mit China. Die Zeichnung habe ich nämlich aus einem Artikel, der damit zu tun hatte. Und die Pakistan-Geschichte war ein paar Jahre vorher, 2, 3 Jahre vorher. Also die Zeichnung, die habe ich schon nachgezeichnet, aber so ähnlich ist die in diesem Artikel drin. Und diesen Artikel da von dem Herrn von Beinum, können Sie auch im Ars Technica noch nachlesen. Das RIP, wie eben schon gesagt, Routing Information Protocol, benutzte die Queue-Länge als Metrik. Nicht den Hopcount, sondern die Queue-Länge, also Anzahl Einträge in der Queue, um so ein bisschen die Last zu ermitteln. Naja, wenn die Queue voll ist, dann ist wohl die Leitung irgendwie zu langsam, beziehungsweise es geht zu viel Verkehr über diese Leitung. Naja, das hängt auch mit zu langsam natürlich direkt zusammen. Das Problem ist, dass sich schlechte Nachrichten in diesem RIP relativ langsam verbreiten. Wenn diese Leitung hier schlapp macht, dann merkt es der zunächst mal nicht, sondern erst später, wenn er hier ein Tabellenupdate kriegt. Und das da nicht mehr drinsteht, aber es da eigentlich drinstehen sollte. Ne? Und der
schickt ja zu seinem Nachbarn die ganze Tabelle. Und wenn die Tabelle 100.000 Einträge hat, dann ist die schon ordentlich. Deshalb hat man so ab 1979 mehr und mehr das Link-State-Verfahren eingeführt. Das ist das offizielle Routing-Verfahren im Internet. Obwohl es immer noch Leute gibt, die in ihrem Autonomous System das RIP benutzen. Und wenn sie einen Router kaufen, bei den großen Firmen, können sie da auch das RIP drin benutzen. Kein Problem. Sodass sie in ihrem Autonomous System weiter RIP betreiben können. Und es gibt auch Varianten von dem RIP, die sind eigentlich ganz gut. Und wenn man das mit diesen Tabellennachrichten verkehrsintensiv betrachtet, wenn das Autonomous System nicht allzu groß ist, einerseits und andererseits man kräftige Leitungen hat, ich meine, im Verhältnis zu einem YouTube-Video sind diese Nachrichten auch nicht so groß, ne? Oder der Linux-Distribution sind diese Nachrichten, diese Tabellennachrichten ja auch heutzutage eher als handlich zu betrachten. Ein paar Megabyte oder so. Wenn es ganz viel ist, wenn man es jetzt ganz viel, wenn ganz viele Netzwerke da eingetragen sind. Aber gut, man hat auf dieses Link-State-Verfahren umgeschaltet. Und das Link-State-Verfahren, das besteht aus, ja, vom Router aus, aus mehreren Teilen. Erstens, wir müssen mal die Nachbarn dynamisch, am besten dynamisch entdecken. Wie macht man das? Naja, man steht im dunklen Raum und weiß nicht, wer alles da ist, also ruft man mal Hallo. Wer ist denn da? Und dann antworten die Leute mit, ja, ich bin hier. Also über alle Leitungen, über alle Interfaces, die wir haben, schicken wir so ein Hello-Paket. Und wenn wir eine Bestätigung bekommen, dann weiß der, dann wissen wir, dass der andere ist, und außerdem haben wir unsere Präsenz den anderen mitgeteilt. Das ist sowieso gut, da schicken wir auch alle paar so und so viele Sekunden nochmal, damit die anderen auch ja merken, dass wir noch da sind. Also wir tragen jetzt schon mal alle Nachbarn, die wir entdeckt haben, ein. Jetzt messen wir noch die Kosten zu den Nachbarn, da schicken wir ein Echo-Paket. Echo hin, es kommt eine Antwort zurück, wir können die Zeit messen, die wir gebraucht haben, den Roundtrip, und das ist jetzt unsere Metrik, mal durch zwei halbiert meinetwegen noch, das ist jetzt unsere Metrik. Wenn wir zu dem anderen hin eine Sekunde brauchen, dann ist der weiter weg, als wenn wir zu dem anderen hin nur eine Millisekunde brauchen. Benutzen wir jetzt mal als Metrik. Was müssen wir da messen? Diese Information, wer ist denn da und wie lange dauert es dahin, die fassen wir zusammen zu so einem Link-State Advertisement, LSA, oder Link-State-Paket. Und dieses Link-State-Paket hat jetzt, naja, 1 bis 10 Einträge oder meinetwegen 1 bis 20 Einträge. Also mit so vielen sind wir ja nicht verbunden. Also jetzt haben wir ein kompaktes Paket, das ist sicher kleiner als sowas da. Und das schicken wir jetzt nicht nur an unsere Nachbarn, sondern an alle. Okay? Wenn wir vorher gesagt haben, oh, die Tabellen sind uns zu groß, dann sind jetzt zwar hier unsere Link-State-Advertisements viel kleiner, aber wir broadcasten das im Netzwerk, also Verkehr existiert nach wie vor in großen Mengen. Und wir kriegen natürlich auch von anderen all diese Link-State-Advertisements. Wir flooden das Netz mit Link-State-Advertisements und die anderen machen das auch. Also die Hoffnung, dass der Verkehr insgesamt weniger wird als hier, die können wir, glaube ich, streichen. Aber jeder kriegt jetzt, es ist ein bisschen dezentraler geworden, jeder kriegt jetzt diese Link-State-Advertisements. Mach mich hier noch kurz zu Ende, bevor ich da weitermache. Und jetzt müssen wir irgendwie, also jeder Router kriegt jetzt so diese Mikrotopologie von allen anderen Routern. Und jetzt müssen wir daraus eine Routing-Tabelle machen. Jeder für sich selbst.
ne, wenn es geht, optimale. Da muss man also zuerst, ne, kürzesten Pfad müssen wir einen Algorithmus berechnen, aus all diesen Link-State-Paketen, die von den anderen kommen, aus all diesen Tausenden von Link-State-Paketen, die von anderen kommen und die auch alle 30 Sekunden oder so von den anderen kommen. Wenn wir also ein Router sind, kriegen wir ständig Link-State-Advertisements von irgendwelchen anderen geschickt. Und dazu benutzt man so einen Algorithmus vom Edsger Dijkstra. Informatik-Ikone. Es gibt da, glaube ich, auch so eine Mathematikvorlesung. Diskrete Mathematik und Graphen und so weiter. Und da wird der Dijkstra-Algorithmus auch verhackstückt. Wer hat ihn schon gehört? Alle, das ist ja prima. Oh, Sie nicht? Oh, dann schnell mal in die Vorlesung rennen. Schiermeier oder Hebisch, ne? Ach, sowas, dann trotzdem. Na gut. Also es ist ein Graphenalgorithmus, dieser Graph, den muss man erstmal zusammenstellen natürlich. Und dann attributieren wir das Ding mit irgendwelchen Zahlen. 12, 5, 3, 7, 2, 5, 1, 8 oder 18 oder 188, ist auch noch egal. 3, 10 sagen wir mal, 12, 4, 1, 1, 1. Naja, ist ja irgendwann mal unendlich. Vorher sagen wir mal 6 oder so. Jetzt haben wir hier an alle Kanten ein Gewicht hingeschrieben. Und jetzt müssen wir natürlich muss den Subgraphen finden, der ihn mit minimalem Gewicht hier hinbringt. Und dazu benutzen wir den Dijkstra-Algorithmus. Diesen Graphen muss man übrigens erstmal basteln. Ne? Also hinter diesem Schritt hier, hinter 3, steht alle Link-State-Advertisements nehmen und einen Graphen bauen. So gefühlt habe ich den Eindruck, dass das einem Informatiker dieses Graphenbauen mindestens genauso viel Arbeit macht, wie dann den Dijkstra hinten drauf loslassen. Ich meine, den Dijkstra, den kann man sich irgendwo zusammensuchen, der steht tausendfach im Internet, irgendwelchen C-Code irgendwo abgreifen und schon gut. Den Baum aufbauen, das macht vielleicht ein bisschen Arbeit. Der Dijkstra braucht ja auch den passenden, irgendwie so eine Adjazenzmatrix oder sowas ähnliches. Und die muss man auch erstmal bauen. Und, naja, einmal bauen ist eins, aber jedes Mal, wenn man ein Link-State-Advertisement kriegt, muss man den irgendwie updaten, diese Adjazenzmatrix. Oder einen Eintrag ändern und dann nochmal frisch bauen und so weiter. Ne? Das hört sich irgendwie nach Verwaltungsarbeit an. Und die muss man auch mal machen. Ich glaube, das ist fast mehr Arbeit. Ohne es jemals programmiert zu haben, glaube ich, dass es fast mehr Arbeit ist, den Graphen zu basteln, als den Dijkstra-Algorithmus drüber laufen zu lassen. Hinten raus kommt eine Tabelle, nach der wir raus. Diese Link-State Open Shortest Path First heißen LS-OSPF. Das ist das Protokoll, was man da benutzt. Das ist jetzt der Standard für das Interior Gateway-Protokoll. Man kann auch andere Metriken benutzen. Dann muss man eben hier irgendwas anderes messen. Nicht wie lange das Echo braucht, sondern zum Beispiel die Länge der Warteschlange. Und ein paar nette, angenehme Eigenschaften. Das funktioniert auch gut in hierarchischen Systemen. Wenn man die Metriken immer aktuell hat, kann sich der Baum auch relativ gut anpassen. Wenn also zum Beispiel eine Leitung zu voll wird, weil das Echo so lange braucht, bis sich das Paket durch die Warteschlange durchgestanden hat und die Antwort auf der anderen Seite durch die Warteschlange durchgestanden hat, Stau in Anführungszeichen, dann geht dieser Metrikparameter hoch und die anderen werden versuchen, um uns drumherum zu routen. Oder das hier, wenn es wieder besser wird, dann werden die vielleicht bei uns lang routen.
Also der Lastausgleich ist da schon ganz gut eingebaut. Übrigens, diese Link-State-Updates, die schickt man zunächst nur zu unseren Nachbarn und die schicken es weiter für uns. Ne? Also das Flooding ist nicht so, dass wir das so direkt irgendwie an die anderen Routen, sondern wir schicken so ein Link-State-Update an den Nachbarn und der schickt es weiter. Also der Multicast-Broadcast wird von den Routern durchgeführt, das gehört zu diesem Protokoll dazu. Ja, es gibt noch so ein Wartungsprotokoll, ICMP. Da steckt übrigens ein Echo-Request und Reply übrigens drin, aber das werden wir an anderer Stelle diskutieren, deshalb lasse ich es jetzt mal. Und nächste Woche wollen wir noch ein bisschen über wünsche ich Ihnen jetzt ein angenehmes Wochenende. Es ist schon ein paar Tage hin, aber trotzdem. Und wir sehen uns dann Montag wieder. Auf Wiedersehen.